Is it difficult for you to write freely about life in the GDR in the late 1980s? Gibt es für Sie Schwierigkeiten in freier Weise über das heutige Leben, also von den spät-80er Jahren in der DDR, zu schreiben? Schwierigkeiten zu schreiben habe ich dabei gar nicht. Ich habe Schwierigkeiten, es zu veröffentlichen. Is there a group of young writers now in the GDR who are perhaps more critical of the GDR and society here than were some of their predecessors? I'm thinking of writers like Brecht, who were less critical. Gibt es eine Gruppe jüngeren Schriftstellern, die die DDR mit vielleicht mehr kritischen Augen betrachten, als Schriftstellern von einer früheren Generation, so wie zum Beispiel Bertolt Brecht? Also das ganz gewiss. Das glaube ich nur, gibt es schon dazwischen, also zwischen Brecht und denen, die heute 30 oder 25 sind, gibt es auch schon eine Generation von Schriftstellern, die im Laufe der Zeit ihr Verhältnis zur DDR doch ganz kritisch überdacht haben. Und aus der Haltung der 50er Jahre, die doch noch sehr durch Klassenkampf und Nachkriegszeit bestimmt war, in eine distanziertere Beziehung gekommen sind. Also ich denke an Fühmann oder Heiner Müller, auch Christa Wolf. You say it's difficult to publish for a writer here. Could you explain exactly what you mean? Also es ist so, wenn man hier einen Verlag hat, der, also so ist es mir gegangen. Mein erstes Buch hatte ich hier in einem DDR-Verlag. Das Buch wurde auch ziemlich großzügig durch Stipendien gefördert, obwohl es mein erstes war. Und es wurde durch diesen Verlag auch angenommen. Danach braucht man aber vom Ministerium für Kultur eine Druckgenehmigung. Und diese Druckgenehmigung hat mein erster Roman nicht bekommen. Und damit ist auch die Entscheidung des Verlages, mein Buch zu drucken, hinfällig. So, und ich habe dann später dieses Buch an den Fischer Verlag nach Frankfurt am Main, nach Westdeutschland gegeben. Und damit ist auch erstmal für die nächsten Bücher das Problem entschieden gewesen. Also die wurden dann erstmal ohnehin nicht gedruckt, weil dann ging es schon gar nicht mehr um die Texte, dann geht es um die Person. Nun aber, 10 Jahre nachdem mein erstes Buch fertig war, soll es im nächsten Jahr in der DDR erscheinen. Und ich hoffe, dann ändert sich das. What are the taboo subjects now for writers in the GDR? Was sind jetzt heutzutage die Tabu-Subjekten für einen Schriftsteller heute in der DDR? Also das ist ja immer sehr schwer, das für alle zu sagen. Ich kann das eigentlich für mich sagen, aber für der Schriftsteller nimmt die Tabus ja nicht an. Hoffe ich jedenfalls, auch für die anderen. Die Tabus liegen ja bei denen, die die Bücher veröffentlichen sollen. Und das, glaube ich, sind doch in allererster Linie Fragen der innerstaatlichen Demokratie. How important is the church for writers critical of the GDR government? Wie wichtig ist die Kirche für Schriftsteller, die sich kritisch der DDR-Regierung und Gesellschaft einstellen? Also sie ist schon sehr wichtig. Die Kirche ist nicht nur für Schriftsteller, auch für Theatergruppen, Freie oder so, doch ein kulturelles Zentrum geworden. Und ich zum Beispiel kann überhaupt nur in Kirchen lesen bisher. Und
da sehr viele Leute das wissen, also auch Jugendliche, die, die nicht durch religiöse Bindung in die Kirche gehen, gehen aber zu kulturellen Veranstaltungen und gehen auch hin, um sich miteinander dort zu treffen und über Probleme zu reden, über die sie sonst in der Schule oder anderen Jugendgruppen nicht reden können. Und für Schriftsteller, also auch besonders, wenn sie nicht gedruckt werden, ist es eine sehr wichtige Möglichkeit, überhaupt an ihre Leser hier heranzukommen. Isn't it rather odd for you as a writer to be reading novels in the church? Because the church has its own dogma and ideology. Does this sort of worry you? Ist es nicht seltsam für eine Schriftstellerin, so wie Sie, Romane in einer Kirche zu lesen? Die Kirche hat ihre Dogmen und ihre Ideologie. Die Kirche hat schon ihre eigene Dogmen und Ideologie. Macht es Ihnen nichts aus? Ich bin Atheistin und atheistisch erzogen. Ich habe die anderen Bindungen an die Kirche nicht. Und mir kommt es ziemlich normal vor, in der Kirche Romane zu lesen. Has the relative greater stability and prosperity in the GDR made the regime more tolerant in general, more tolerant of literature? Ja, ob es der hohe Lebensstandard ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Staat überhaupt seine Ziele verändert hat. Während vor 20 Jahren die ideologischen Dogmen sehr viel stärker waren, stehen nun so ökonomische und ganz pragmatische Probleme im Vordergrund. Also das sieht man an der Rolle, die die andere Währung, also die westdeutsche Währung oder überhaupt westliche Währung im Land spielt. Oder dass also die Leute über solche ökonomischen Zugeständnisse auch zufriedengestellt werden. Ich glaube, dass der hohe ideologische Anspruch, so zweifelhaft er ja war und so wenig er uns auch gefallen hat, aber dass er sowieso aufgegeben wurde. Und es wird eigentlich auch immer hohler, was in der Zeitung steht. Es glaubt auch keiner mehr. Ich glaube, das glauben auch nicht die, die es schreiben. Und dass der Staat in Fragen der Literatur großzügiger wird, liegt, glaube ich, zum einen an dieser pragmatischen Denkungsart, zum anderen daran, dass sich die DDR ja auch also durch die diplomatische Anerkennung in vielem öffnen musste. Es sind Journalisten im Land, es wird anders über die DDR berichtet. Die Rolle des Westfernsehens in der DDR ist ja sowieso noch eine ganz spezielle Sache. Also die Leute sehen ja ohnehin alles, was sie sehen wollen. Ich glaube, da kommt viel zusammen. So eindeutig würde ich es nicht nur darauf schieben wollen, dass der Lebensstandard höher ist. Denn im Vergleich zu Westdeutschland, und das ist das, was die Leute hier als Vergleich nehmen und woran sie das eigene Land messen, ist er ja immer noch nicht sehr glänzend. What is the most important thing? Okay. I'm sorry. Eigentlich möchte ich darauf nicht antworten, weil ich nicht weiß, was das Einzigste wäre. Ich weiß, dass eine von mehreren wichtigen Sachen, aber die allen Leuten hier das Herz wohl wirklich beschwert, das ist die Unmöglichkeit, das Land zu verlassen. Und damit meine ich gar nicht nur das, was jetzt halbwegs ermöglicht wird, dass man ab und zu seine Verwandten besuchen kann, sondern dass man einfach wie andere Leute und aus anderen Ländern auch die Traumorte, die jeder Mensch in seinem Leben hat, besuchen kann und wiederkommen kann. Dass man auch ein halbes Jahr woanders leben kann und wieder nach Deutschland kommt.
heißt in die DDR kommt, muss ich sagen. Das, glaube ich, ist etwas, worum der Staat auf Dauer auch nicht herumkommt. Das wäre wohl das Wichtigste, wenn ich denke, was die meisten Leute vielleicht jetzt als das Wichtigste sagen würden. Ich glaube, es gibt auch noch andere, aber das führt zu weit.